Hallihallo, ihr Lieben! Mein Kollege der Wladimir und ich, die Stefanie, wir haben uns gedacht, auch wir testen mal, ob wir das überhaupt hinbekommen würden, nach der Baueinleitung der Jupiter Tryout Box ein paar Instrumente zu bauen. Ich war im Baumarkt. Ihr könnt übrigens in jeden handelsüblichen Baumarkt gehen und solltet dort die Materialien erhalten. Ihr braucht so ein Kunststoffrohr und ihr braucht die Muffen dazu. Ihr braucht natürlich eine Jupiter Tryout Box und ein bisschen anderes Zubehör wie einen Schlauch und einen Trichter. Und dann kann es losgehen. So, wir haben nun eine Muffe auf das Rohr gesetzt. So sieht es aus. Und mit unserem schicken Bleistift bei 28 cm abgemessen. Und jetzt kommt das Spannende, wir werden das Rohr jetzt absägen. Nachdem wir das Rohr abgeschnitten haben, das Ende gefällt, damit sich niemand verletzt, haben wir die Schablone schon etwas zugeschnitten und werden jetzt laut der Anleitung dann die Tonlöcher markieren. So, wie man sehen kann, sind jetzt nach dem Bohren die Löcher noch nicht gleich perfekt. Deshalb werden sie dann noch mit diversen Werkzeug, unter anderem einer Feile, nachgearbeitet, damit sie dann am Ende so schön aussehen. Dann haben wir auf das Kunststoffmundstück noch einen Bissgummi angebracht und werden nun den Gummi hier einfetten, das Mundstück aufstecken und sind gespannt, ob das Instrument dann funktioniert. Hallihallo! Für das Schlauchhörnchen haben wir jetzt circa 1 Meter langes Stück Wasserschlauch besorgt. Hier sollte man darauf achten, dass das Mundstück drauf passt. Ja, und dann braucht man noch einen Trichter, den man dann hier hinten anbringt. Der in dem Fall jetzt hier richtig schwer drauf geht, aber es ist machbar. So, und dann haben wir hier entweder das Hornmundstück oder dann mit dem Adapter ein Trompetenmundstück. Perfekt. So, um die Flöte zu bauen, sind wir erstmal komplett genau gleich vorgegangen wie vorher bei der Klarinettenbauanleitung. Nur Vorsicht, das Rohr für die Querflöte sollte kürzer sein. Wir haben auch hier die Vorlage ausgeschnitten, um die Löcher vorzubohren und zu bohren. Seid vorsichtig beim Bohren. Nehmt ein Schleifpapier und macht das alles schön, dass es sich gut anfühlt. Und dann können wir mal gucken, ob da wirklich was rauskommt. Also momentan hört es noch ein bisschen sich nach Indien an, aber ich übe noch ein bisschen.